Ich bin da. Annehmen. Also ist jetzt hier so ein großer Rift. Er Ja, droppt ja. während des Rifts nichts, erst am Ende am Boss droppt was. Ich lauf dir mal einfach jetzt gleich hinterher. Ah, ficken. Chicken? Okay. Ja, ficken habe ich gesagt, ich bin mal verreckt. Ja. KFC. Versteht. Yo, Alter, was ist denn das für ein Rift? Ist 50er Rift, ja. Unser Main Tank hier, Main Pull Boy, ist gerade lange Ladezeit gehabt oder so. Oh, krass, Alter, die haben mich mit zwei Schlägen, hauen sie mich platt. Hammer. Nette Herausforderung. Also bei Diablo, da freut man sich ja nach einer Zeit, wenn man ja stirbt, ey. Anders wie bei anderen Spielen. Weil dann merkst du auch, dass das mal eine Herausforderung und sowas ist. Bei vielen anderen Spielen würde man sich des Todes aufregen, wenn man stirbt. Hier so, endlich mal ein Rift oder eine Quest, die auch was bringt, wo ich mich mal ein bisschen anstrengen muss. Obwohl ich schon hier über, also teilweise schon Millionen Schaden macht, ne? Auch bei uns hält sich das schon im Milliardenbereich. Ja, ich mache hauptsächlich Tausender. Crit-Schaden mache ich aber schon über eine Million. Aber so 1,5 oder so. Weißt du, aber irgendwie kommt mir das so vor, als würde das gar keine Wirkung auf die Viecher haben. Die haben ja auch irgendwas an die 4 Milliarden live oder so, schon allein die weißen Mobs. Warte mal, lass mal weg. Hier musst du immer auf Trab sein, hier kannst du nichts alleine wegtrinken, ja. Du musst ich schon mal nichts. Ja, nee, das war schon zu weit weg. Ja, weil du da irgendwie was Akku ziehst, ist vorbei. Das ist weit über meine Stufe, sagen wir mal so. Sehr weit, ja. So ungefähr 40 Stufen über dem, was du eigentlich rennen solltest. Mal dann von hinten so. Ich muss wissen, wie viele Punkte ich jetzt gleich habe. Ja, guck hier, Paragon Level 200. War vorhin noch 58. One hit hier. One hit und zack, alles geht in die Luft. Geil, dann nimmst du dort ist erst alles und dann alles instant wegrotzt mit einem Skill, aber. Und wollen wir jetzt auch Hardcore-Whiffs einführen, ne? Dass eben halt du deine Freundin mit beschädigen kannst und sowas, dass du auch auf deine Stellung achten musst und auf deine Fähigkeiten. Ah, ich glaube, das kriegen sie nicht durchgedrückt. Ja, wäre aber eine, sagen wir mal so. Wenn du mal deinen Skill anguckst, dein AOE, das sind zielsuchende Raketen. Ich meine, da kannst du nicht predicten. Genauso wie die Skill, die ich hier mache.
Kannst du nicht auf deine Stellung achten? Ja, klar. Aber ich bin mal gespannt, wie das im Nachhinein aussehen wird. Das meine ich. Wie weit sie dabei gehen werden. Ja, glaube ich eher weniger. Weil die Macher sind da ja nicht gerade unkreativ, ne? Bin ich tot? Nö. Ja, hat nur kurz geleckt, weil wegen dem Spiel halt, ne? Ja, ich hörte nur einen Schrei, deswegen dachte ich, ich bin gestorben. Hauptsache, zwei Viecher versperren mir erstmal den Weg. So, ganz nach dem, Ding, wie heißt der noch? Hier von... Kaya, ey, du kommst hin rein, weißt du? So haben sich zwei Monster gerade vor mir gestellt und ihr geht dann weiter und weiter und ich dachte mir nur so, ich komme nicht hinterher wegen den zwei Viechern. Ich finde das immer geil, wenn die Portalwächter kommen und alles dann so rot aufleuchtet, weißt du, das sieht so derbes aus. Und das war's auch schon. Oh, cool. Sind ein paar Drops, würde ich sagen. Aufwerten, danke. Mal eben identifizieren. Was war denn das jetzt für ein Bildschirm, wo wir drei da gestanden haben? Ja, das ist fürs Ranking. Nice. Ist ein cooles Bild, also ganz ehrlich, das mache ich mir, warte mal, vielleicht kann ich es auch so machen. Sonst muss ich es im Nachhinein wieder mit Dings machen. Mal MI schließen, so. Nochmal. So, dann mache ich mir das nämlich im Nachhinein als Titelbild. Das wäre nice, so das als Titelbild zu haben. Ich habe einen legendären grünen Ring. Hatte ich nicht gerade eben noch zwei grüne Dinger? Aber egal. Hier, Klang der Herrschaft, glaube ich, heißt das. Klang der Herrscher, ja. Jetzt nicht so, weil dazu trägst du keinen anderen Set-Boni. Aber den Ring, den ich rausgeschmissen habe, der ist auch ganz, ganz gut gerollt. Okay. Soll ich den lieber aufsetzen oder was? Einfach erstmal aufheben, weil das ist halt ein Ring, den du später brauchst. Einfach ins Lager packen, aufheben. Okay. Kommen dann nämlich später dazu, dein Gear zu rollen. Also zu optimieren. Wie heißt der Ring nochmal? Zusammenkunft der Elemente? Oder den brauchst du? Und den Ring, den ich da rausgeschmissen habe. Schlüpfiger Ring. Oh, schlüpfriger. So, habe ich sonst noch was? Ich habe einen legendären Edelstein. Was bringt denn der mir? Den kannst du in Schmuck. Das ist ein Edelstein, den kannst du nur in Schmuck reinpacken. Ja. Und... ja, den kannst du halt aufwerten. Bis zu einem so hoch wie du halt kommst, ne? Und da gibt dir halt nochmal extra Stats. Ich habe zum Beispiel drinne erhöhte Schaden gegen Gegner, die von Kontrollverlusteffekten betroffen sind um 23,4%. Wert eine Aura, die Bewegungsgeschwindigkeit von Gegnern im Umkreis von 15 Metern um 30% reduziert. Ich habe zum Beispiel auch Gabe des Sammlers. Ja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Kritische Treffer, Defensive, Lebensregeneration mal hochhauen, Leben auch hochhauen, Flächenschaden. So. Das ist mittlerweile mal gesehen, nein, Spaß.
Also ich wäre ready. Und nehmen. Sitzt dir die Kraft, diese Prüfung zu über. Ich finde das geil, wie der da mit seinen Geistern da steht. Das sieht ja mal richtig übertrieben geil aus. Wie heißt denn das Set, was der hat? Inner Set vom Mönch. Achso. Ich weiß, was ich nächste Season spiele. Mönch. Also. Geistern sterben, mein Fall. Spiele ich. Gefällt mir. Aber ich glaube, das war schon offensichtlich, oder? Oh, ein bisschen. Du so ein winzig kleines bisschen. Und danach wird das mal ein Döner geholt. Und schon so ein Junkie, oder? Guck mal, Danny für Kate hat jetzt, glaube ich, 240 Videos, wenn es hochkommt. So, ich hingegen habe mit Despin und Co. Wir haben jetzt mehr als 300 Videos hochgeladen. Hauptsächlich alle von mir. Ich würde mal sagen, das zeugt so wenig von Suchtverhalten. Despin und ich haben die letzten zwei Tage praktisch durchgemacht. Wir haben gestern... Ich weiß zwar nicht, wer Despin ist, aber... Der Typ, der im Moment hier, kann man sagen, wohnt bei mir. Achso. Mein Kollege, wovon ich die ganze Zeit am Quatsch bin. Er nennt sich Despin oder iDespin, weil man ihn nicht mit dem Despin von Commander Krieger verwechseln soll. Oh mein Gott, was war das denn? Ach, scheiß Westen, ja. Ja, das könnte mit dem Set öfters passieren. Achso, ist das noch nicht fertig oder wie? Doch, aber es ist halt nicht so tanky wie das andere, was ich gespielt habe. Wenn hier so ein paar Westen stehen und irre, die explodieren sollen. Das kann ich nicht tun. Ganz so smexy. Also bei mit dir gingen jetzt die Paragon-Level irgendwie ja nicht unbedingt schneller, aber besser von der Hand als die mit meinen anderen Kollegen. Also. Ich komme besser mit, sagen wir so. Bei meinen anderen Kollegen, keine Ahnung, da haben wir. Da habe ich mich immer nur hinterher geportet. Der ist losgelaufen und wenn ich nur schon in seiner Nähe war, egal was wir gemacht haben, aber sobald ich in seiner Nähe war, ob er dann auch da war oder nicht, bin ich halt instant gestorben. Die haben mir eine Klatsche gegeben, dann war vorbei. Ja, es bringt halt nichts, Leute zu leveln oder sowas, wenn sie kein Gear haben. Und bei mir ist Priorität beim Ziehen der Leute erst Gear und dann können wir weitersehen. Was bringst du, wenn du tot auf dem Boden liegst? Kriegst du auch keine XP. Hey, nee, ich hab immer am Anfang gestanden, wo keine Monster sind und so, ne? Und dann habe ich gewartet, bis er sagte Porten und dann Porten. Und so habe ich mich dann auch hochgelevelt, ne? Ja. Macht ja aber auch keinen Spaß.
Nö, was heißt kein Spaß? Es war eine ganze Zeit lang ziemlich amüsant, sagen wir es so. Aber wenn du da 4 Stunden dann hängst und du immer dann noch nicht stark genug bist, dann ist schon ein bisschen traurig, ne? Und da war ich Paragon Level 200 schon. Und in den Levels, die er einfach spielt, kam ich trotzdem nicht hinterher. Ne? Trotzdem, dass ich Paragon Level 200 war. Bin ja, ja, Paragon sagt halt leider nichts aus. Das Wort halt hier, das ist das Ding. Erst als meine Stats da fertig waren, ne? Also meine Rüstung, da konnte ich dann einigermaßen mithalten. Nicht wirklich, aber ich bin nicht instant gestorben. Ne? Ich konnte dann auch ein bisschen mitlaufen und dann haben wir uns halt gegenseitig gedeckt. Dann ging's. Da konnte ich dann auch endlich mal mitspielen und dann hat's auch angefangen Spaß zu machen. Ne? Aber alles was davor war, war eher belanglos. Der Portalwächter ist hier. Schon tot? Ach nee, da ist er. Haben wir was Grünes? Haben wir was Grünes? Ja, wir haben was Grünes. Was benötigt ihr? Ich bin überlastet. Vielleicht kann ich euch behilflich sein. Ich hab hier Vollstrecker, legendärer Edelstein. Ja, ich kenne die auswendig, die Dinger. Soll ich leveln oder nicht? Ich kann Level erstmal einen hoch, so ein, also der Vollstrecker kannst du eigentlich leveln, ja. Weil ich habe jetzt hier Grab des Sammlers auf Level 2, legendärer Edelstein, Verderben der Mächtigen habe ich auf Level 1 und Vollstrecker auf Level 0. Soll ich was leveln? Den Vollstrecker? Ja. Leveln wir Vollsteiger. Gut. I für identifizieren, hab eine neue grüne Hose. Ich bin noch versteckter. Was bringt die mir denn? Oder welches ist das? Natalias Hose. Kannst du grappen. Okay. Bringt nichts. Set ist ziemlich schwierig zu spielen, sehr einsteiger unfreundlich. Ja, also, kann ich ja trotzdem Dings behalte ich einfach. Aufheben. Ja, aber halt sehr einsteiger unfreundlich. Okay. Okay. Ja, ist ja egal. Ich und zwar bin ich auch mehr als nur ein Einsteiger, ne? Ich glaube, da musst du schon so 1-2 Seasons musst du da schon mitspielen, damit du das, damit du das aktiv spielen kannst. Ich habe einen neuen Bogen und zwar Kanons Ballesta. Nee, kannst du aufheben. Mal es wegschmeißen. Crappen. Nee, aufheben, ins Lager einfach packen erstmal. Achso. Dein Blutsplitter doch wieder voll sein. Ich hab dann noch ein Dings. Habe ich gar nicht gesehen. Warum bot die denn nicht? Dann habe ich hier Katastrophe. Auch eine Waffe. Auch aufheben, definitiv. Oder sogar gleich anziehen am besten. Also doch anziehen. Das ist eine Legendary, ne? Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Kannst auch 2 Einhänder-Armbrüste tragen, ne? Stimmt, das ist ja... Kann ich die Dings nämlich mal crappen hier, den komischen Kescher. Todeswachmantelung habe ich auch. Legendary. Hebe ich mal auf. Das kann ich hier nicht tun.
Noch ein Legendary Ding. Wer kommt denn das auf einmal? Was habe ich hier? Kraft des Donnergottes. Rappen ist ein Gottel. Gut. Alles reparieren. Button. 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 Loben. Handy, Handy. Komm, antworte schon. Ach, wie viel Uhr haben wir mittlerweile eigentlich? Gegen 2 rum. Spätestens. Geschicklichkeit, Maximalas, Dagmar hoch, Vitalität, Geschicklichkeit, nein, Vitalität hoch. So. Also ich bin fertig, wir können weitermachen. Und das ist ein gleicher, ist halt ein Tanky. Worüber redet ihr? Über meine Sets. Ach so. Oh, man sieht meine Brüste in meiner Kamera. Oh. Ja, ich sitze hier im T-Shirt so, ne? Aber ich habe mich ein bisschen gestreckt und das sah aus wie so ein A-Körbchen. Ist halt, ist so halt B-professionell, ne? Tanzen, ja. Weber Dance, Waven, yeah! Stirb, stirb, stirb! Hat mein Kollege Destin gestern Abend dem Flo Nazi-Flachwitze erzählt, ne? Die er im Netz gefunden hat. Ne? Und ich so zu meinem Kollegen Despin, zeig doch dem Flo mal eine Runde die neuesten nationalen Nachrichten. Ich weiß gar nicht, warum es die nicht mehr gibt. Die waren klasse, die fand ich gut. Oh. Trotzdem instant tot. Ich weiß gar nicht, warum im Moment Nazis oder überhaupt Nazis wieder so ein Thema sind. Die hatten wir doch eigentlich so schön verdrängt. Diese Vollpfosten. Und jetzt nur wegen hier Flüchtlingsscheiß sind die wieder Thema Nummer 1. Also war da abzusehen, dass sie wieder Nummer 1 werden. Gerade wegen der AfD jetzt zusammen und so. Das wird ja alles wieder hochgeschaukelt. Jawohl, AfD-Befürworter ja sagen, das wären ja keine Nazis und sagen sie, ja. Und es würde ja auch nicht bei denen im Programm stehen, dass wenn sich zwei Eltern scheiden lassen, ne, dass denen das Kind weggenommen wird, weil die AfD der Meinung ist, Kind haben ist nur was für Leute, die zusammenbleiben. Ne? Könnte ja asoziales Kind werden, wenn sich die Eltern trennen. Gut, Tendenzen dahin gehen halt so, ne? Das sind halt alles aus Statistiken, ne? Ja, aber deswegen solche Gesetze oder solche Gesetzentwürfe für, wenn sie gewählt werden, zu machen, ist ja schon absurd, ne? In meinen Augen.
Oder diese Zusatzsteuer, damit die Reichen noch reicher werden. Aber angeblich steht das da ja so nicht drin. Habe ich von AfD-Wähler gesagt bekommen. Habe ich nachgeguckt, habe ich aber genau da genauso gefunden, bei denen auf der Page. Aber AfD soll ja familienfreundlich sein und sowas. Ich will jetzt nicht sagen, dass die nur Scheiße labern, ne? Es gibt auch gute Dinge. Ja, aber klar, die, ja, ne? Ich sag nur, der Frauenschutz, den wir, für, ne? Den sie machen wollen. Damit Vergewaltigungen und sowas ausgeschlossen werden. Ich will euch hinterher, da kommt aus der Türe so ein fettes Riesenviech. Okay, war doch nicht ganz diese Türe. Aber trotzdem sollte man diese Leute in meinen Augen nicht wählen. Nicht mal im Ansatz. Das selber wissen wir so. Genauso wie ich sage, man sollte nicht im Ansatz die CDU oder sowas wählen. Ich bin für FDP und Piraten eigentlich. So, bei den letzten Wahlen hatte die FDP eigentlich genau das, was wir wollten, aber keiner hat sie gewählt, abgesehen von mir. Nicht genug Disziplin, mehr Zeit. Und die Piraten wähle ich halt deswegen, ne, weil die wollen Internet für alles möglich machen. Für die CDU auch. CDU? Nee. Wann wollten die das denn machen? Wollten auch öffentliches Internet für alle. Für alle dieselbe Leitung. Und, ne, mit die Unity das anbietet mit 4K und so. Nee, die wollten halt wirklich so jeden, für jeden zugängliches Internet. Das wollten die. Ja, ich frag mich aber, seit wann die das... Ne? Bei den letzten Wahlen stand das noch nicht in deren Wahlprogramm. Aber das sah, was in den Medien immer mehr gefurcht wird. Wahrscheinlich haben sie einfach nur gemerkt, dass sie definitiv krass unbeliebt werden mit dem, was Merkel macht. Wir müssen so einen Punkt finden, womit sie... Ne? Oder wie heißt das? Das Freihandelsabkommen. Oh mein Gott, wenn das Video online geht, dann steht bei mir die... Dings hier Einsatzkommando vor meiner Haustür. Darfst ja angeblich dich nicht mal drüber informieren, geschweige denn darüber reden. Bist du ja verpflichtet. Ja, ich schon. Ich weiß. Genau so ein Quatsch, ey. Aber wo wir gerade hier von drüber reden sprechen. Hattest du das mit dem Erdogan mitgekriegt? Der beruft sich auf Meinungsfreiheit. Das ist mir auch Wumpe, was so ein Ziegenfecker macht. Ist einfach so. Dein Kanal wird reported. Das ist mir wurscht, Alter. Kannst du herauspiepen. Nee, aber ganz ehrlich, weißt du, erst hier, ne, im eigenen Land sämtliche Leute zensieren und co, ne, dass eben halt keiner mehr was sagen darf gegen den und sowas. Und dann, als er dann mal in der Defensive stand, ne, und es hieß ja, Erdogan hat mich beleidigt, da hieß es dann auf einmal, ne, ich beruf mich auf Meinungsfreiheit. Ja, der Lappo, Alter. Ich habe mich vor Lachen nicht mehr eingekriegt. Dass er nicht seine Ziegen aus dem Stall holt, Alter. Ganz ehrlich, ich frag mich, wer eigentlich von, eigentlich peinlicher dieses Jahr wird. Erdogan oder Tanzverbot. Ich hab des Schattens Unheil als Rüstung. Anlegen, unanlegen.
Erstmal anziehen, ja. Ja, weil ich habe kräftige Käfig des der Höllenbrut habe ich drauf. Deswegen, und könnt sie aber gegen des Schattens Unheil ersetzen. Frage, welches soll ich aufsetzen? Nee, du packst, Soll ich nur mal kurz was nachschicken? Soll ich sie... Das ziehst halt erstmal an, so, aber eigentlich willst du das Marodörset voll kriegen. Ja, habe ich aber im Moment nichts von, deswegen... Bringt ja dann nichts. Was habe ich hier? Ich habe Burizado Kianon. Habe ich als Krappen, Krappen, Krappen. Krappen, okay. Und so gucken, ob der sich jetzt gemeldet hat. Ach, aber weißt du was, bevor meine Festplatte jetzt voll ist, beende ich jetzt das Video an dieser Stelle.